Ne? Ich meine, klar, es gibt sowas wie Wiedergeburt und so weiter, ja. Also das wird zumindest hier angesprochen. Was ich aber unglaublich. Also, nee, nicht mal das. Also Wiedergeburt im Sinne von nah am Tod. Wobei, das ist eigentlich eine Form von Ekstase. Was ist in. Alter. Der kommt nicht mehr wieder. Das ist tatsächlich eine Form von Ekstase eher. Das darf man eigentlich nicht mit einem. Also, wenn es das in anderen Religionen gibt, dann eher so als ekstatische Form. Was ich so weird finde, ist, dass viele meinen, sie wissen viel über Religion, wissen aber rein gar nichts darüber. Und viele neigen dann dazu, zu exotisieren. Und das ist halt schon. Also deswegen sage ich halt, ich versuche nur so ein bisschen aus dem, was ich so Pi mal Daumen weiß, das irgendwie herauszulösen, ne? Also und zu sagen, das habe ich schon mal gehört, aber inwiefern das stimmt, ne? Zu einigen Sachen ist es echt schwer, das herauszufinden für mich. Weil ich halt, also ich habe es nie im Studium gehabt. Und ich habe es auch nie gelesen. Habe mich auch vielleicht nie so wirklich dafür interessiert, sogar würde ich sagen. Dafür kenne ich mich mit Christentum doch ganz gut aus und mit nordischen Religionen und so weiter und der Geschichte dahinter. Ja. Aber das finde ich unglaublich interessant, also diese Mythen miteinander so zu verschränken. Der wird sich gleich verabschieden. Ja, so ja. Nehmen wir den. Diese Flinte, Alter. Als ob die aus Papier wären, fliegen die rum. Ja. Der ist weg. Also Wächter zum Totenreich ist ein sehr häufiges Bild. Das findet man in unheimlich vielen Religionen, weil es immer damit zu tun hat, dass man Wächter fürs Totenreich braucht, weil sonst könnte ja jeder ins Totenreich. Ihr versteht, ne? Ist ja logisch. Also wir können ja nicht ins Totenreich. Und das ist der vehemente Unterschied. Das ist uns nicht gestattet, weswegen es sich immer vorgestellt wurde, dass es irgendwas gibt, was uns daran auffällt, das Totenreich zu besuchen. Und dann gibt es die Leute, und natürlich gibt es dann andere Religionen, die das nicht haben. Also, ne, ich verallgemeine, ich generalisiere jetzt extrem, weil ich jetzt nicht während des Spielens unbedingt jeden einzelnen, sozusagen jede einzelne Religion aufzählen kann. Da müsste ich mich ein bisschen mehr konzentrieren dafür. Deswegen Generalisierung. Ist einfach nur, um im Gespräch mit euch auch darüber zu bleiben, dass dieses Thema Religion, was hier sehr stark forciert wird jetzt, nicht einfach verschwindet. Weil ich finde es krass, wie sie das einpacken. Das ist übrigens so der Punkt, ne? Man findet gerade in RPGs und so weiter unglaublich viele Religionen. Und hier gerade ist ja, also. Ne? So, wir müssen ein bisschen was benutzen. Wir haben nämlich ein Schwertdorn, eine Narrenkappa, eine Geisterlilie. Okay. Das war's ja. Okay, krass. Wir hätten mehr. Also ihr merkt schon, also dann, genau, ich wollte nochmal zu diesen Wächtern sagen. Also in einigen Religionen gibt es diese Wächter. In anderen Religionen gibt es die halt einfach deswegen nicht, weil man ja ins Totenreich gleiten kann, aber nur mit höchster Anstrengung. Also auch ein Wächter drückt immer aus, dass man, wenn man ihn überwinden will, immer eine gewisse Anstrengung braucht, wisst ihr? Du weißt, was du zu tun hast. Hier ist Tau plötzlich aufgetaucht, Chris.
Okay. Aber wir wissen auf jeden Fall, wo jetzt der, ja, der Ort ist, wo wir uns dann verwandeln müssen. Ja, also wie gesagt, ich finde es unheimlich interessant, wie hier Religion gesehen wird. Und ne, das ist so... Es ist ein Zeichen dessen, was Menschen glauben, was sie über Religion wissen. Ne, das ist ja immer so der Punkt. Und dass es halt noch viel mehr über Religion gibt als den Tod per se, ist klar. Das ist jetzt unstreitbar. Dennoch wird das häufig so reduziert. Ne? Ah, ja, ja. Sollte mehr spielen. Und in dem Fall wird es, also ich würde sagen, es wird hier nicht reduziert. Es wird sogar eine eigene Mythologie aufgemacht. So das Fass von einer eigenen Mythologie. Und das finde ich, muss ich schon zugeben, finde ich recht krass. Ne? Ach, da hinten. Und wieder so einer. So. Dass diese Wächter natürlich krass. Das hält für mich. Geh weg. Geh einfach. Ich meine, gut, er macht uns jetzt nicht mehr so viel Schaden, aber. Man muss ja auch nicht alles gleich verballern. Ja. Mit dem Dolch war er der Schnellste. Es war fast so, als würde ihm dieser stinkende Vogel alles Glück der Welt bringen. Selbst nach dessen Tod trug er immer einen Flügel seines verstorbenen Gefährten bei sich. Seine Spur verlor sich irgendwo am Südstrand der Insel der Diebe. Interessant. Okay. Haben wir was Neues? Ein neues Artefakt, was wir noch nicht haben? Okay, ich weiß nicht, wo am besten lang. Ich würde jetzt erstmal hier lang gehen. Müssen wir nicht so viel klettern. Da sind wir ja wieder draußen. Okay, das war ja easy. Dann würde ich hier hochgehen. Ja. Aber Gothic hatte immer eine Tendenz zum Religiösen, ne? Das muss man halt schon sagen, ne? Und jetzt auch hier, dieses Spiel zeigt ja auch eine gewisse Affinität dazu. Was ich schön finde, weil ich finde, Religion muss diskutiert werden, ne? So wie sie sich halt auch zeigt, weil zu sagen, Religion ist doof, hilft uns halt rein gar nichts. Religion ist da. Das ist eigentlich die allererste Wahrheit. Dass, ob wir sie gut finden oder nicht, für mich spielt das keine Rolle, weil was soll ich damit? Also. Dementsprechend hier ist eine Statuette sogar. Hey. Tja, die Totenwelt will uns haben. Das ist eine riesige Stadt. Da oben ist was. Eine Erzader sogar. Nehmen wir alles mit. Einfach mal. Also ich glaube, wir werden ja eh eher den Lotus und so weiter brauchen. Wir müssen uns ja auch ein bisschen schon mal zurechtfinden. Weil ich hoffe, dass es danach halt echt einfach nur noch schnell geht. Ach guck mal, das ging schnell. Schwertrohlinge. Okay, krass. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir noch Schwertrohlinge bekommen. Das sind die ersten im Spiel, glaube ich. Also die wir bekommen. Und gesehen haben wir, glaube ich, schon welche irgendwo. Halt. Wie der sich verabschiedet, ne? Es tut mir fast schon leid. Eine Blutwurzel. Ah, hier ist noch so eine Lotusblume. 1-1. Den hat's aber instant weggehauen. Okay. Tempel des Diebes, altes Schwert.
Was sollte denn hier sein, wenn wir im Tempel des Diebes sind? Ich sehe nichts, ne? Ja. Oh, da kommt aber alles Mögliche auf uns zugerannt. Das war nicht mein Problem. Er wollte sich mit mir anlegen. Rastloser Toter. Hier haben wir ein X auf dem Boden. Das nehme ich mit. Ach ja. Ne, aber ich muss schon sagen, finde ich cool gemacht. Also auch hier so mit so einer Stadt der Toten sogar. Wüsste gar nicht, wo es das auch so gibt. Erinnert auch ein bisschen an Indiana Jones vielleicht. Ne? Es ist auch schon sehr ähnlich dazu. Jäger des verlorenen Schatzes. Ganz schön schwer. Und so mehr oder weniger. Mal gucken, was wir bekommen. Nicht, dass wir gleich in die Luft fliegen. Puff. Die Hakenhand für Hiebwaffen. Schön. Jetzt haben wir ein kleinen Bonus auf Hiebwaffen. So gönnt man sich das. Ah, ist auch schon krass, ne, wie die quasi in ihre Häuser hier auch einziehen, weil das sind ja richtige Häuser. Eine Narrenkappe. Guckt euch das doch teilweise an hier, Alter. Das ist doch krass. Und das ist für die Toten gebaut, so, ne? Übrigens könnte man ja auch von der anderen Seite rein segeln. Hm. Ich sag's nur, ne? Nicht, dass jemand hier auf Ideen kommt. Aber gut, jetzt suchen wir die allerletzte Sache hier. Ich überlege, ob ich nicht erstmal die Hand des Knochendiebes ausrüste. Ab und zu versuche irgendwo einzusetzen, um zu gucken, ob ich hier noch was habe. Macht mich natürlich angreifbar. Aber dadurch finde ich die Sachen eher. Ich war anscheinend sehr... Kannst du nicht mitnehmen, so weißt du. Okay, gut, man hat dran gedacht. Dann haben wir alles, ne? Letztes Grab hier Döns haben wir auch. Ja. Perfekt. Dann müssen wir ja wieder zurückkommen. Wir müssen runter. Also ich muss schon zugeben, bei aller Liebe, dieses Level ist richtig gut gemacht. Richtig, richtig, richtig gut gemacht. Und dementsprechend muss ich zugeben, ganz, ganz dicke Props. Es ist gruselig, es ist unheimlich. Es hat so viele Dinge, die man gar nicht glaubt. Ich habe alle Zutaten für den Trank des falschen Todes zusammen. Und du lebst noch. Das hätte ich nicht erwartet. Dann werde ich dir nun helfen, ins Reich der Toten zu gelangen. Hier hast du den Trank. Trinke ihn und lege dich auf den Altar. Okay. So, Abfahrt. Ab auf den halben Tod. Der Trank des falschen Todes. Das ist nicht mal unrealistisch, ne? Wobei man die große Frage hat, wenn man aus dem Totenreich, also im Totenreich ist, was ist das für ein Totenreich? Ist es echt oder nicht? Darüber streiten sich die. Du bist auch da? Ich sagte dir doch, dass ich die Toten ins Jenseits begleite. Sieh dich gut in dieser Welt um. Du wirst auf vier Geister treffen, die keine Ruhe finden können. Hilf ihnen und finde einen Weg, an das Schädelzepter zu gelangen. Nur mit dem Schädelzepter ist es möglich, einen Geist zu rufen. Bring es mir.
Du findest mich beim Portal am Strand. In dieser Welt. Okay. Eine antike Münze. Und es ist ganz anders. Boah, ist das... Wahrscheinlich können wir nichts davon mitnehmen. Mhm. Hier sind so einige Leute. Endlich, nach so langer Zeit ein neues Gesicht. Es ist schön, mal jemanden zu sehen, bei dem noch Blut durch die Adern fließt. Bist du denn tot? Ja und nein. Ich bin als Geist an diesem Ort gefangen. Seit 1000 Jahren bin ich verflucht, zwischen den Lebenden und den Toten zu wandeln. Ich würde mich zu Tode langweilen. Habe ich schon versucht, aber es funktioniert nicht. Zum Todlachen nicht. Die Witze waren jetzt wirklich schlecht. Was ist mit dir passiert? Vor langer Zeit herrschte ich über das stolze Volk vom Stamm der Lüfte. Doch Mara versklavte viele Stämme und strebte nach Macht und Magie. Sie übergab mir das Amulett der Erde, um auch mein Volk zu unterdrücken. Eines Tages widersetzten wir uns und versuchten, sie zu töten. Was ist dann passiert? 4 Chakas waren wir. Motega vom Clan des Wassers, Akando vom Clan des Feuers, Cusco vom Clan der Erde und ich. Jeder von uns war mit einem heiligen Artefakt bestückt. Ich konnte Mara am Ende mit Hilfe des Amulettes versteinern, doch wir versäumten, sie zu vernichten. So wandeln wir nun im Dunkeln und warten auf Erlösung. Na, dann machen wir... Wie kann der Fluch gebrochen werden? Helfen wir euch mal. Ich habe damals mein Artefakt missbraucht. Ich werde erst Frieden finden, wenn ich ein eigenes geschaffen habe, das stärker ist als der Tod. Was für ein Artefakt könnte das sein? Ein Schädelzepter. Es ist mächtig genug, um die Geister aus dem Jenseits zurückzurufen. Das ist genau das, was ich brauche. Ich weiß, darum bist du hergekommen. Wenn du mir die Zutaten bringen kannst, werde ich es dir überlassen. Okay. Also gut. Was brauchst du, um das Zepter zu bauen? Es wird nicht leicht sein, an die Zutaten zu gelangen. Wir werden sehen. Mein Schicksal ist unweigerlich mit dem der anderen Geister dieser Welt verknüpft. Ich brauche die Trophäe eines Jägers, den Speer eines Kriegers, die Beute eines Diebes und einen Gegenstand, der dem Toten gehörte, den man zurückrufen will. Rede mit den Geistern. Sie sind im Besitz dieser Gegenstände. Gut, ich werde sehen, was ich machen kann. Du warst ein Chaka? Ist das nicht ungewöhnlich für eine Frau? Zu der Zeit, als ich den Clan anführte, war das nicht unüblich, junger Freund. Viele begabte Hexen hatten die Möglichkeit, Chaka zu werden. Aber nach den Titanenkriegen hat sich vieles geändert. Okay, also wir brauchen Gegenstände. Sie jagen mich nicht. Ich würde also gucken, was wir da haben. Passt. Ein Seelenring. Interessant. Müssen wir mit ihm da reden? Oder hast du einen Kumpel?